Freundinnen und Genossinnen, herzlich willkommen zu diesem Nachmittag, der nur ein schwacher Ersatz für Volksstimmefest sein kann, aber immerhin irgendwas in diesen Zeiten. Ich darf euch im Namen der Europäischen Linken herzlich begrüßen zu der Diskussionsveranstaltung, die dann in eine Wahlkampfveranstaltung von links münden wird. Wir haben auch für diese Zeiten relativ ungewöhnlich zumindest drei internationale Gäste bringen können. Das ist der Kerem Schamberger von der marxistischen Linken in Deutschland. Dann mittlerweile auch Mitglied der und mittlerweile auch Mitglied der Linkspartei. dann den Antoine Splett von der PCF, der französischen kommunistischen Partei. Und Regina Ertl von der Linkspartei in Passau in Deutschland. Ich hoffe, wir haben alle einen interessanten und spannenden Nachmittag und darf an die Heidi von Transform übergeben. Ja, ich darf euch auch ganz herzlich von Transform Europe begrüßen. Wir sind ja so quasi der Think Tank, wie das im Jargon so heißt, der Europäischen Linkspartei eng mit ihr verknüpft. Wir versuchen, Expertisen für die Politik zu liefern, soweit es uns möglich ist, aus dem Wissenschaft- und Forschungsbereich. Wir haben ein jährliches Jahrbuch. Wir sind eine Organisation, die besteht aus 34 Mitglieder und Observer-Organisationen, also Foundations, und aus 22 Ländern, also ein sehr breites Netzwerk und damit auch von Ost nach West, von Nord nach Süd, unterschiedlichen Blickwinkeln auf die Situation in Europa aus den Perspektiven der Nationalstaaten, aber immer wieder versuchen, den Blick zu konzentrieren auf das, was uns europapolitisch eint. Ja, wer das nachlesen will, wir werden demnächst auch, das ist noch unterwegs, das Material, dort am Infotisch mit der Europäischen Linken gemeinsam Materialien haben. Man kann es auf der Web, auf der Homepage nachlesen. Wer sich dafür interessiert, es gibt auch einen Newsletter. Also bitte dann verfolgen, auf die Homepage gehen und den Newsletter eventuell auch abonnieren. Es gibt ihn in 4 Sprachen, in Englisch, Deutsch, na Blödsinn, in 5, Englisch, Deutsch, Französisch und Griechisch für alle, die sich eine Sprache aussuchen wollen. Gut, danke, ich gebe zurück an Daniel. Dankeschön. Und wir beginnen jetzt mit dem inhaltlichen Teil. Ich darf den Kerem auf die Bühne bitten. Kerem wird über kommunales Wahlrecht sprechen und über diverse andere Themen, wenn ich da richtig informiert bin. Und mit dem Can und mit der Melina, bitte. So, hi, herzlich willkommen. Ja, ich moderiere. Ja, willkommen bei unserer Diskussion hier am Nachmittag. Ich möchte anmerken, dass ich eventuell die Moderation dann auch weitergebe für Statements von Katharina Anastasio, sobald sie da ist. Aber solange sie noch nicht da ist, doch, die soll dann auch was sagen. Auch als Vertreterin von Transform und auch als Kandidatin sozusagen, die auch, weil es ja jetzt gleich darum gehen wird, Wahlkampferfahrung sozusagen in diesem Land gesammelt hat. Also ich begrüße sehr Kerem Schamberger aus München von der marxistischen Linken und Can Gülçü, der ist Gemeinderatskandidat von Links für die kommende Wiener Gemeinderatswahl. Das Thema wird Wahlrecht, Migration, Antirassismus und vieles mehr sein. Da wir hier auf einem Wahlkampfauftakt sind, beginne ich gleich mit dieser Frage. Wir haben viele Menschen in Wien, die am 11. Oktober nicht wählen gehen werden, weil sie nicht wählen dürfen. Und da wäre die Katharina, aber das machen wir jetzt noch so. Sie hat sich's gut ausgesucht in der richtigen Minute. Ich gebe jetzt aber trotzdem mal die Frage, diese erste Frage weiter. Ein Drittel der
Einwohnerinnen und hier Lebenden in Wien wird am 11. Oktober nicht wählen. Ich schätze, es gibt auch Erfahrungen und Zahlen aus München, die der Kerem einbringen kann. Ich würde da gern mit dem Can kurz beginnen. Ja, warum dürfen diese Menschen nicht wählen? Was sagt Links dazu und was macht das auch mit dieser Stadt oder mit der Demokratie, dieser Umstand? Danke für die Frage und danke auch, dass ihr da seid. Danke an EL und KP Wien und auch Kerem und den anderen Gästen und Gästinnen, die gekommen sind. So, die erste Hürde von diesem Wahlkampf ist, diese Sonne auszuhalten. Wenn wir umkippen, entschuldigt uns das bitte, mit Sonnenstich oder so, aber das schafft man vielleicht. Der Ausschluss von 100.000 Menschen aus dem Wahlrecht ist natürlich ein demokratisch-politischer Skandal. Es ist Hunderttausende, ist ja keine also dahingesagte Zahl, sondern das sind tatsächlich über 400.000 Menschen in Wien, die wahlberechtigt wären, also über 16 sind und an Wahlen zumindest auf der Gemeinderatsebene nicht teilnehmen können. Die EU-Bürgerinnen dürfen zumindest auf der Bezirksebene wählen. Das wissen wir. Und was es bedeutet, in einer Stadt wie Wien, die ja immer schon eine Stadt der Migration war, die ja über Jahrhunderte seine Gesellschaft auch dadurch geformt bekommen hat und seine Sprache und auch seine Urbanität dadurch geformt bekommen hat, durch Migrantinnen, durch Arbeitsmigrantinnen vor allem, die hierher gekommen sind. Wie problematisch das ist, ist evident. Das liegt auf der Hand. Auf der einen Seite bedeutet dieser Ausschluss natürlich, dass die Demokratie in dieser Stadt auf einem halben Fuß steht. Also das ist ja klar, dass wenn wir durch die Straßen gehen und jede dritte Person, denen wir begegnen, die in einem wahlfähigen Alter ist, eben nicht wählen kann, ausgeschlossen ist von dieser basalsten, minimalsten Möglichkeit zu partizipieren, mitzubestimmen. Was das Problematische dran ist, ist klar. Und auf der anderen Seite sehen wir natürlich auch, dass sich gerade dadurch, dass diese Ausschlüsse da sind, dass dieser Ausschluss auch so riesig und groß ist, dass sich an der Politik auch nichts ändert. Es ändert sich an der Politik nichts, es ändert sich an Medien, an Aufmerksamkeit, an Sichtbarkeit nicht. Es ändert sich daran auch nicht, welche Erzählungen, welche Biografien, welche Erfahrungen tatsächlich relevant sind oder als relevant erachtet werden und welche nicht. Und das ist natürlich ein riesiges Problem. Was Links vorschlägt, ist relativ simpel. Wir sagen Wahlrecht für alle. Wahlrecht für alle, die ein Jahr ihr Lebensmittelpunkt in dieser Stadt gehabt haben. Lebensmittelpunkt bedeutet, dass man hier hauptgemeldet ist, dass man eben hier arbeitet, seine Familie hier hat oder seine Wohnung hier hat und hier lebt. Und das bedeutet tatsächlich, dass diese Menschen sich, also nicht nur, dass die Gesellschaft sich mit diesen Menschen auseinandersetzen muss, sondern dass sich diese Menschen auch mit der Gesellschaft, mit den Problematiken, die wir vor uns haben, mit den Verhältnissen, die da sind, auch eher beschäftigen werden, als sie sie jetzt auch tun. Weil aus dem Wahlrecht ausgeschlossen zu sein, heißt auch, sich mit manchen Dingen auch nicht mehr auseinanderzusetzen, weil es wurscht ist. Kerem? Hallo allerseits, by the way, tut mir leid, Spätung. Ja, ich glaube, wir haben in Deutschland und auch München das gleiche Problem, dass wir einen großen Teil der Bevölkerung haben, die nicht mal an den Spielregeln der bürgerlich-parlamentarischen Demokratie teilnehmen dürfen. Es sind in Deutschland ungefähr 7 Millionen Menschen, die keinen deutschen und keinen EU-Pass haben, aber meistens dauerhaft in diesem Land leben und ihre Stimme dort nicht abgeben dürfen. Und das führt, glaube ich, auch bei ganz vielen Leuten, auch bei vielen jungen Menschen ohne deutschen Pass dazu, dass sie sich für die politischen Prozesse in diesem Land gar nicht interessieren, sondern sagen, es geht mich nichts an, die entscheiden eh, ohne dass ich meine Stimme abgeben kann, und das war's. Ich glaube aber, es ist auch ganz wichtig zu sagen,
dass es nicht nur dabei bleiben kann, dass man sagt, alle 4 oder 5 Jahre gebe ich meine Stimme ab. Ich glaube, es ist wichtig, auch für so ein, für eine Partei oder ein Bündnis wie Links zu sagen, wie wollen wir denn Menschen mit Migrationshintergrund, Österreicherinnen und Österreicher mit Migrationshintergrund hier organisieren, dauerhaft? Also wie schaffen wir es, sie in den politischen Prozess mit einzubeziehen? Und ich glaube, das ist auch etwas, was über die Wahlen am 11. Oktober hinausgeht und was diskutiert werden muss. Ich habe mal ein bisschen in das Parteiprogramm, oder das, nein, nicht das Partei, sondern das Wahlprogramm reingeschaut von Links, was ich sehr, sehr gut finde, weil da sehr, sehr schöne Dinge drin stehen. Und da steht zum Beispiel drin, dass gefordert wird, sogenannte Grätzl-Versammlungen zu machen. Ich bin ja aus München, auch wenn ich schon öfters in Wien war, musste ich googeln, was Grätzl heißt. Ich muss es nicht erklären, also sozusagen Viertelversammlungen würde man, glaube ich, in München sagen, wo man dann sich auch mit den Problemen der Menschen, die vor Ort wohnen, auseinandersetzen kann. Und ich glaube, das ist eine Möglichkeit, wo man auch Menschen, egal was für einen Pass sie haben, integrieren könnte und schauen könnte, wie können wir gemeinsam mit diesen Menschen Aktivitäten entwickeln, dass es in den Vierteln besser wird. Ja. Also danke, Kerem. Der Can will was ergänzen. Und bevor ich ihm das Mikro zurückgebe, ich gebe auch gleich eine Frage mit. Ja? Also vor ein paar Wochen eigentlich, es ist fast über einen Monat, gab es ja auch diese Auseinandersetzung mit Favoriten. Es gab diesen Brandanschlag im AKH. Das wurde medial sehr genutzt eigentlich. Und man merkt auch in der Wien-Wahl wird die Situation in Favoriten, alles, was damals geschehen ist und alles, alle Gründe, wieso das passiert ist, politisiert. Vielleicht sagst du uns auch ein paar Wörter dann dazu. Mache ich vielleicht, kann ich das auch ganz gut verbinden. Nur damit uns allen, ich meine, wir wissen es wahrscheinlich auch, aber damit uns die Dimension nochmal ein bisschen klarer wird. In Wien sind 72.000 Erstwählerinnen, also Menschen zwischen 16 und 20, von den Wahlen ausgeschlossen. 72.000. Das wären genug Stimmen, damit Links in den Gemeinderat kommt. Mehr als genug Stimmen. Und das ist... Das sind die Dimensionen, die uns tatsächlich bewusst sein müssen. Dass, und wenn wir dann über Favoriten reden, wenn wir uns dann überlegen, wir haben nicht umsonst dieses eine Plakat in Favoritenleben, sterben die Menschen 7 Jahre früher als in Döbling, im reichen Döbling. Wir befinden uns in einer Situation, in einer gesellschaftlichen Situation, in dem sehr viele unterschiedliche Machtverhältnisse zusammenkommen. Auf der einen Seite der soziale Status der Menschen, auf der anderen Seite die Herkünfte, auch die Geschlechter natürlich, zusammenkommen und tatsächlich ein Gesamtbild ergeben, in dem auch so etwas wie im Favoriten eingebettet ist, aber in dem halt einfach auch tatsächlich die Frage nach dem Wahlrecht für alle eingebettet ist. Gerade in diesen Bezirken, die wir ja als traditionelle Arbeiterinnenbezirken kennen und die ja immer schon natürlich auch migrantisch waren, sei es Favoriten, sei es Rudolfsheim 5-Haus etc. Gerade sind das die Bezirke, in denen auch die größte Armutsbetroffenheit, Armutsgefährdung, die größten sozialen Probleme da sind. Wir wissen, dass ein Bezirk wie Rudolfsheim 5-Haus der ärmste Bezirk nicht nur Wiens, sondern auch ganz Österreichs ist. Und das ist gerade dieser Bezirk ist, in dem mit 42% der Menschen, die da leben, die wenigsten Wahlberechtigten da sind. Also die 58% dürfen wählen, 42% sind ausgeschlossen. Und was wir nach den Ausschreitungen bzw. nach der Attacke auf die feministische Demo durch türkeistämmige Faschos auch gesagt haben, auf der einen Seite müssen wir gegen Rechte vorgehen. Wir als Linke müssen uns ganz klar positionieren gegen Faschismus, woher er auch immer kommen mag. Wir müssen ganz genau schauen, was da zu tun ist, wer da dahinter steckt, ganz genau aufdecken, welche Drahtzieher da sind und wie sie organisiert sind, in welchen Vereinen, in welchen Zusammenhängen sie unterwegs sind und uns ganz klar positionieren auf der Seite der Menschen, die da attackiert worden sind. Und das sind nicht nur Linke, das sind Frauen, das sind Menschen, die ein besseres Leben, wie wir auch, für alle wünschen. Ein Satz. Auf der anderen Seite dürfen wir aber nicht vergessen zu sagen, es ist nicht von ungefähr, dass es gerade in seinem Bezirk wie Favoriten stattfindet, wo viele unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen sozialen Problemen aufeinandertreffen, ganz viele Einflüsse aus unterschiedlichsten
Bereichen auf sie tatsächlich einbrechen. Und das sind teilweise Einflüsse aus den Herkunftsländern, wie es tatsächlich bei den Rechten, die aus deren Familien oder Eltern, Großeltern aus der Türkei stammen, tatsächlich der Fall ist. Oder das sind halt einfach die Rechten in Österreich. Und wir müssen tatsächlich auch aussprechen, hey, hier ist einer der ärmsten Bezirke in Wien. Hier ist ein Bezirk mit großen sozialen Problemen. Hier ist ein Bezirk, wo junge Menschen kaum Perspektiven für die Zukunft haben. Das ist ein Bezirk, in dem wir nicht nur drauf schauen können, zu sagen, wir sind gegen die Rechten, sondern auch sagen müssen, wir müssen die Lebensverhältnisse verändern, wir müssen eine Perspektive bieten, wir müssen unterschiedlich an unterschiedlichen Knöpfen drehen, damit sich das auch ändert. Und wir müssen vor Ort sein, wir müssen konkrete linke Arbeit vor Ort machen, beziehungsweise wir müssen uns mit den Initiativen, mit den ganzen Menschen, die vor Ort Arbeit machen, auch verbünden, näher kommen, damit wir diese Sachen ändern können. So, vielen Dank, Can. Ich würde gerne dir, Kerem, auch das Wort geben, und bevor ich das tue, ganz kurz. Ja. Ich bin nicht in Österreich geboren, also das ist schon einmal ein bisschen anders. Und ich habe mich in die letzten Jahre oft gefragt, sagen wir mal, ich würde hier Kinder bekommen oder beschließen, eine Familie hier zu gründen. Ich habe mich schon gefragt, wann der Punkt kommen würde, wo meine Kinder dann keinen Migrationshintergrund mehr hatten. Und ich glaube, das ist eine sehr wichtige Frage, die sehr oft entweder verschwiegen wird oder ganz falsch diskutiert wird. Zum Beispiel die Geschehnisse im Favoriten. Also einige von euch haben sicher Videos gesehen von den zwei Tagen. Man hat so Kids gesehen von 16, 17 Jahren, die sich plötzlich eine Identität gegeben haben, mit dem sie wahrscheinlich gar nichts zu tun haben. Also Kinder, die schon zweite oder dritte Generation schon in Österreich sind. Also wie wird das in Deutschland eigentlich diskutiert? Habt ihr auch so Leute mit und Leute ohne Migrationshintergrund? Und ab wann ist man Deutsche oder muss man unbedingt gegen die Corona demonstrieren oder mit Faschos umhängen, damit der Migrationshintergrund dann verschwindet? Das ist eine sehr gute Frage, da muss ich mir auch erst noch Gedanken drüber machen, aber also ich habe diese Debatte ein bisschen mitbekommen und natürlich auch aus Deutschland volle Solidarität mit den Feministinnen, die ursprünglich, glaube ich, am 24. Juni angegriffen worden sind und dann auch am Donnerstag, glaube ich, gab es ja auch einen Brandanschlag auf einen linken türkischen Verein im EKH. Ich glaube, es ist gut, dass du auch gesagt hast, Can, dass man nicht mit österreichischen, nicht mit deutschen, aber auch nicht mit türkischen Faschos irgendwie zusammenarbeitet. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dort auf das Selbstwissen der Communities zurückzugreifen. Also weil viele, auch linke Organisationen, haben immer ein bisschen Probleme einschätzen zu können, wie ist denn Gruppe XY drauf? Und ich glaube, da kann man einfach mal dann türkische linke Vereine oder kurdische linke Vereine fragen, wie die sie denn einschätzen und auch dieses Wissen ernst nehmen. Ich glaube, diese Debatte auch hier wurde ein bisschen instrumentalisiert von der offiziellen Politik zu sagen, ja, die Türken und Kurden sollen doch ihre Probleme dort lösen, wo sie herkommen. Aber ich glaube, so einfach kann man das sich natürlich nicht machen, weil diese Probleme ja hier hausgemacht sind. Also das türkische Regime in Ankara, das hier auch viele Spione hat. In Deutschland ist von 6.000 bis 8.000 Menschen die Rede, die spionieren sollen für den türkischen Geheimdienst. Es wurde diese Woche in Österreich auch ein türkischer Spion enttarnt. Über den weiß man noch nicht so viel, aber es könnte spannend werden. Aber ich glaube, dass der Westen, die Europäische Union allen voran, einen sehr, sehr großen Anteil daran hat, dass die Verhältnisse in der Türkei nach wie vor so sind und deshalb nicht einfach gesagt werden kann, die sollen doch nach unten gehen und es dort lösen. Die Türkei ist Mitglied in der NATO, bedroht ganz viel Griechenland momentan. Es geht da um Erdgasvorräte. Ich weiß nicht, ob ihr dieses Foto gesehen habt. Der Vorsitzende Richter des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte war diese Woche in der Türkei und hat sich von Erdogan die Ehrendoktorwürde verleihen lassen. Also wirklich unglaublich. Ich muss gar nicht anfangen, ich weiß es bei Österreich nicht genau, aber Deutschland ist Waffenexporteur Nummer 1 an das türkische Regime. Und dann zu sagen, ja, die sollen ihre Konflikte doch da unten lösen, obwohl man selber einer, der sozusagen jemand ist, der Öl ins Feuer gießt und diese Konflikte anheizt, das ist wirklich ein Unding. Ab wann man aufhört, Migrant zu sein, das ist, ich habe jetzt gehofft, dass ich mich um diese Frage drücken kann. Ich habe natürlich nicht diese Definitionsmacht, sagen zu können, okay,
ab dann und dann ist niemand mehr Migrant. Ich würde sagen, jeder, der seinen Lebensmittelpunkt hier hat, der hier zur Schule geht, der hier Steuern zahlt, ist auch ein Teil dieses Landes. Ohne diese Debatte zu haben, ist er nur noch Österreicher, ist sie schon noch Griechin, sondern ich würde es da eher mit multiplen Identitäten handhaben und sagen zu können, manchmal bin ich Türke, wenn man mich fragt, und manchmal bin ich Deutscher und prinzipiell bin ich aber eher, würde ich sagen, wenn man sich das fragt, eigentlich nur Mensch. Vielen Dank. Es ist mehr oder weniger die Antwort, die ich wollte, aber ich werde nachhaken jetzt zum Thema. Und zwar, während der Corona-Lockdown-Zeit, jetzt im März und im April, mindestens hier in Österreich, ich weiß nicht, ob ihr das gehört habt in Deutschland, aber eine der Ideen der Regierung, um die Leute zu beruhigen, war, Polizeiautos in die Nachbarschaften in Wien zu schicken, die von großen Lautsprecher aus I am from Austria gespielt haben. Währenddessen gab es eine Pressekonferenz jeden Tag, wo sich der Bundeskanzler, alle Österreicherinnen und Österreicher bedankt haben, die trotzdem zur Arbeit gegangen sind und mehr oder weniger systemrelevant eben waren, damit wir sicher zu Hause sein können. Würde man aber zu diesem Zeitpunkt im Supermarkt gehen, war die Kassiererin die Mira und der Bauarbeiter der Mahmoud. Und wie passt das irgendwie zusammen und wie wehren wir uns eigentlich? Also ich persönlich zum Beispiel kann ich euch sagen, als die erste Polizeistreife vorbeigeschaut habe in meinem Viertel, ich fand das extrem furchterregend eigentlich. Was sagt ihr dazu? Also ich glaube, ein Teil oder eine Antwort darauf habe ich ja schon gegeben. Wir fehlen in der Vertretung. Wir verlieren ja auch natürlich immer wieder Kämpfe. Wir organisieren uns und reichen manchmal einige Sachen und schaffen es aber auch nicht durchzuhalten, weil es auch nicht zu schaffen ist natürlich, wenn man ohne Ressourcen nur mit dem, was man einfach selbst als Individuum zur Verfügung stellen hat oder als Kollektiv schafft, zusammenzubringen, gegen diese Verhältnisse zu kämpfen. Gestern sagte Katarzyna Winiecka, ich sehe sie gerade nicht, ob sie schon da ist, sie kandidiert an erster Stelle im 9. Bezirk, eine EU-Bürgerin, die auf Gemeinderatsebene nicht kandidieren kann, genauso wie Katharina Anastasiou, die im 1. Bezirk an erster Stelle kandidiert und auf Gemeinderatsebene nicht kandidieren kann. Hat er ein Bild, was wir machen, ist gleichzeitig ein Sprint und ein Marathon. Na, und ich habe dann so ergänzt in dem Gespräch und habe gesagt, ja, dazwischen gibt's auch noch die Mittelstrecke. Und ich glaube, diese drei Ebenen müssen wir uns immer wieder anschauen und überlegen, was sind die kleinen Dinge, die wir in einem Sprint vielleicht sichtbar, vielleicht kampagnenförmig, vielleicht laut, vielleicht mutig, vielleicht provokativ halt einfach rausbringen können, um diese Dinge, diese Ungleichheiten immer wieder sichtbar zu machen, immer wieder Leute zu ärgern und immer wieder ein bisschen diese Verhältnisse zu erschüttern, die auf uns einbrechen. Aber auf der anderen Seite müssen wir uns natürlich langfristig, längerfristig und auch mittelfristig organisieren und schauen, dass halt einfach unterschiedliche Menschen, die von diesen Verhältnissen betroffen sind, das betrifft ja nicht nur Migrantinnen, das betrifft halt einfach Frauen genauso wie Armutsbetroffene, Alleinerziehende genauso wie Menschen mit Behinderungen. Dass diese Menschen immer konsequent sichtbar werden zum Beispiel, kandidieren können, für uns sprechen, ihre Anliegen laut und hörbar machen können. Also dass das auf jeden Fall etwas ist, was wir nie vergessen dürfen, dass wir keine Stellvertreterinnenpolitik machen, sondern sagen, wenn wir schon eine Organisation gründen, dann schauen wir, dass halt einfach die Gesellschaft da drin repräsentiert ist. Das ist natürlich mittelfristig, aber auf der anderen Seite, und das ist das Wichtigste, denke ich, dass wir mittel- und langfristig tatsächlich Beziehungen aufbauen müssen, wo wir zeigen, wir sind da, wenn wir gebraucht werden, wir machen nicht nur Angebote und wir wollen nicht nur stimmen, sondern wir wollen tatsächlich auch da sein und gemeinsam Seite an Seite kämpfen. Und das ist etwas, was wir tatsächlich auch durchhalten müssen über längeren Zeitraum. Und das hat mit Wahlen nicht so viel zu tun. Danke schön. Ja, bitte. Also ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir hier auch einen Schwerpunkt auf migrantischer Selbstorganisation legen. Ich komme aus Deutschland. Deutschland, wenn ich an die letzten Monate zurückdenke, denke ich nicht nur an Corona zurück, sondern ich denke auch an Hanau zurück, wo ein deutscher Faschist 9 Menschen
in einer Shisha, in Shisha-Bars und davor erschossen hat. Ich denke an Halle zurück, wo ein Nazi eine Synagoge angegriffen hat, nicht reingekommen ist und dann zwei willkürliche Leute erschossen hat, wo er gedacht hat, die könnten in Anführungsstrichen ausländisch sein. Und ich glaube, dass trotz Corona eine sehr, sehr breite migrantische Selbstorganisation stattgefunden hat. Ich habe hier auf dem T-Shirt Migrantifa stehen, wo wirklich ganz viele People of Color, Black People of Color, verschiedene Leute zusammenkommen und auf einer ganz guten, soliden Basis versuchen, eigenständige Politik zu entwickeln. Ich glaube, dass es auch eine Reaktion darauf ist, dass linke Organisationen es nicht immer unbedingt geschafft haben, so offen für diese Menschen zu sein. Und das ist eine Aufgabe für Links, für KPÖ, auch für die European Left, zu schauen, wie spricht man denn diese Menschen an, wie kommt man mit denen in Kontakt und wie bildet man ein solidarisches Verhältnis zueinander. Und ich würde auch noch, apropos Corona, weil du mit dieser Frage eingestiegen bist, ich glaube, Corona hat auch ganz deutlich gemacht, dass Rassismus und Kapitalismus untrennbar miteinander verbunden ist. Also wir waren alle froh, zu Hause sitzen zu können. Ich arbeite im öffentlichen Dienst. Ich habe ein sicheres Gehalt gehabt. Ich war also sehr, sehr privilegiert und ich konnte mir viele Sachen über Amazon bestellen. Man sollte nicht bei Amazon bestellen, aber manchmal mache ich es doch. aber auch zum Beispiel, wie konnte man sich Essen nach Hause bestellen? Also wenn die Zulieferer, die das gebracht haben, das waren nicht Herr Meier und Franz Josef, sondern das waren Azad und Kerem oder Mahmoud, wie du schon gesagt hast. Und ich glaube, es ist ganz wichtig zu verstehen, dass der Kapitalismus ganz, ganz stark darauf angewiesen ist, auf eine rassistische Mobilisierung, um spalten zu können. Weil die Verteilungsfrage, die sich ja im Kapitalismus stellt, hier in Österreich, in Deutschland, aber auch weltweit, auch eine Frage von rassistischer Arbeitsteilung ist, wo vor allem Länder wie wir hier im Norden profitieren, wie wir im Westen profitieren und der südliche Teil der Welt ausgebeutet wird. Und ich glaube, wir sind jetzt hier bei Gemeinderatswahlen, aber ich glaube, diese Frage stellt sich dann eben, wenn jemand von Amazon vor der Tür steht und klingelt und sagt, hier, ich habe dein Paket dabei. Danke, Gerem. Ich denke auch, dass diese Frage nicht auf einen nationalen oder einen supranationalen Ebene nur zu stellen ist und eben genauso wichtig ist in den Nachbarschaften. Es ist aber auch so, es gab auch gute Nachricht, oder? Also Selbstorganisierung von migrantischen Communities. Es gab einige Strikes während dem Lockdown eigentlich. In Deutschland gab es welche. In Österreich haben sich viele Menschen, vor allem aus Ostblockländern, heißt Rumänien, Bulgarien, Serbien, zu Wehr gesetzt, weil sie eben hierher gekommen sind, um zu arbeiten und dann schlechte Arbeitsbedingungen auf sie gewartet haben und so weiter. Wie gehen wir weiter? Ich meine, in einer Stadt wie Wien, ich nehme an, die Zahlen wurden schon auch von der Melina vorher erwähnt, über 30% der Population in Wien sind Menschen, die eben keine österreichische Staatsbürgerschaft haben. Und das sind aber trotzdem Menschen, die jeden Tag arbeiten gehen und jeden Tag für unsere Stadt irgendwas beitragen, ihren Teil tun. So, wie gehen wir dann weiter? Was wären wichtige Strategiepunkte? Und wir haben, das ist jetzt unsere letzte Runde, also seid knapp und bündig. Knapp, also auch in dieser Frage von Selbstorganisierungen, auf die Erfahrungen und auch die Kämpfe der Menschen zurückgreifen. Uns muss natürlich bewusst sein, niemand wartet drauf, bis links daherkommt. Also es ist nicht so, dass jetzt alle, die sich schon organisiert haben oder noch nicht organisiert haben, die sich vielleicht jetzt gerade organisieren oder politisieren, auch indem sie bei den Black Lives Matter Demos oder bei Fridays for Future oder für migrantische Kämpfe auf die Straße gehen, darauf gewartet haben, dass links daherkommt und sagt, wir sind da. Das, was wir machen müssen, glaube ich, und das ist etwas, was wir im Wahlkampf natürlich auch machen müssen, aber eher sogar für diese ganzen Jahre danach machen müssen, ist tatsächlich verlässlich, verbindlich da zu sein. Verlässlich, verbindlich da zu sein, zu hören, was wir gemeinsam machen können und eine gemeinsame Praxis entwickeln. Manche von uns haben diese Praxis schon, das muss man auch sagen. Wir reden immer so, als ob wir von der Gesellschaft ein von der Gesellschaft abgetrenntes Gebilde wären. Manche von uns haben halt einfach sehr viel Erfahrung in antirassistischen Kämpfen und diese Erfahrungen müssen wir auch in die gemeinsame Zusammenarbeit mit den ganz, ganz vielen Menschen, die ja schon da sind und die ja was tun, halt einfach einbringen.
Also Politik für alle und nicht nur für Wählerinnen, verspricht links, glücklicherweise. Ja, das kann ich wirklich nur unterstützen. Ich glaube, man muss auch darüber hinausdenken, was passiert denn nach dem 11. Oktober. Das habe ich in meiner ersten Antwort kurz angesprochen, dass ich glaube, wir müssen über Demokratie diskutieren. Also was für eine Demokratie wollen wir haben? Wollen wir nur alle, wie viele Jahre wird gewählt? 4 oder 5? Alle 5 Jahre unsere Stimme abgeben. In Deutschland ist es manchmal 4, manchmal 5, kommt auf die Ebene an. Und dann sagen, okay, die machen das schon für uns. Oder wollen wir versuchen, Menschen dazu zu bringen, sich selbst für ihre eigenen Rechte zu engagieren? Und das muss verbunden sein damit, dass es auch andere Ebenen und Formen der Partizipation gibt, die dann auch wirkmächtig sind. Also zum Beispiel Stichwort Grätzl-Versammlungen. Also dass man dafür kämpft, die Demokratie auszuweiten, einmal auf im politischen Feld und dann so versucht auch junge Migrantinnen dafür zu aktivieren und sagen, okay, hier könnt ihr euch einsetzen und es bringt auch was. Also ich meine jetzt nicht irgendwie so noch 2 Minuten, nicht einfach sagen, okay, kommt hierher, diskutiert und dann passiert eh nichts, sondern es muss mit Wirkung verbunden sein. Und ich glaube, da kann man viel über neue demokratische Wege, zum Beispiel auch, ich komme sehr aus diesem Kurdistan-Solidaritätsbereich, wie es versucht wird, in Rojava, in Nordsyrien umzusetzen, dass man eine Form von Rätedemokratie zum Beispiel in die Diskussion bringt. Ich weiß, es geht sehr über die Gemeinderatswahlen hinaus, aber ich glaube, das Besondere an links und an diesem Bündnis könnte sein, dass hier Debatten geführt werden über eine Utopie, über eine zukünftige Gesellschaft, in der wir leben wollen, in der dann alle Menschen partizipieren können, in der Demokratie nicht nur auf das Politische alle 4 Jahre beschränkt ist, sondern zum Beispiel auch auf die Wirtschaft ausgeweitet wird und dann wirklich ja, effektiv sein zu können. Das war ein sehr, sehr schönes Schlusswort, Kerem. Ich gebe aber trotzdem Can ein letztes Mal für 30 Sekunden das Mikrofon. Also ich glaube, unsere Aufgabe ist tatsächlich jetzt im Wahlkampf zu zeigen, wir sind da und wir fordern die richtigen Dinge für eine Gesellschaft, die offen für alle ist und die allen die gleichen Rechte bietet. Und danach tatsächlich, statt nur darüber nachzudenken, was wir so wollen für die Zukunft, auch darüber nachdenken, was brauchen die Menschen. Was brauchen die Menschen konkret von uns? Du hast die 24-Stunden-Betreuerinnen zum Beispiel aus Rumänien oder Slowakei angesprochen. Was haben die denn für ein Bedürfnis? Haben die das Bedürfnis, mit uns über Politik zu diskutieren oder brauchen sie Rechtshilfe, weil sie ausgebeutet werden? Und ich glaube, das ist halt einfach auch ein Teil der linken Politik, die wir angehen müssen und starten müssen. Und das fangen wir jetzt an, aber das starten wir auch vor allem nach dem Wahlkampf. Vielen Dank, John. Also ich darf jetzt einmal diese Runde abschließen. Nicht zweifeln, nicht delegieren, organisieren und wir sehen uns bald wieder. Vielen Dank. Okay, hello, thank you very much. Fangen wir mal auf Deutsch an. Es kommt vielleicht als kleine Überraschung für euch, aber nicht alle Menschen auf dieser Welt sprechen Deutsch. Und, betrifft auch unseren Gast, der heute da ist, von der Kommunistischen Partei Frankreichs. Antoine Splé, oui, ist Bezirksrat in seiner Heimatstadt Schiltigheim und auch in Straßburg und vertritt auch das nationale Komitee der Kommunistischen Partei Frankreichs heute hier auf unserem Podium. Wir werden mit ihm gemeinsam diskutieren über die Stadt und wie die eigentlich sich verändern muss, damit wir das gute Leben für alle erreichen. Mit dabei ist auch unsere Spitzenkandidatin Angelika Adenshammer, die auf Listenplatz 3 sich befindet. 2, Entschuldigung. Sie ist Kriminologin und Juristin und war auch Gründungsmitglied von Links schon ganz von Anfang an dabei. Ich werde jetzt auf Englisch wechseln. So we're gonna keep on talking in English with each other in order to make you understandable for everyone around here. We all live in urban environments today that are structured in a way that is defined by capitalism. And these are our cities where we live, where we work, study, and where we grow as humans. So I think that the left, we have a unique role in this environment. We are the only ones who can chart a vision for a new kind of society that doesn't only
Of course, an important part is how do we reorganize the economy, but it also is a question of how do we actually organize living together in our cities. So my first question to you, Angelika, would be, how do our cities need to change? Thank you very much. I think one of the big problems that we see in almost all big cities today is that housing is not affordable anymore. And one of the big reasons for that is that housing, houses, land have become and become more every time things to make a profit with. And there is a market for housing. There is money to be made in keeping them empty and speculating on apartments that are more expensive than others, on not using them, and the focus of building is also to make profit. So I think what cities will have to remember again and become get a sense of is that land and housing should not be things of a market, that they're public property, that they're commons, and that we cannot give them to the realm of making profit. This is also so what we at Linx want in that sense is that there's a cap, or that it is not allowed to speculate with housing, that it is not allowed to keep housing empty, and that also every new spaces, so whenever a house is taken down, the new space is used for social housing, and also new projects are built for with a priority for social housing. Okay. Dear comrade, thank you for your Einladung. Sorry, I don't speak German, I speak English. It is not my favorite language because it is the language of the imperialism, but I try to do my best with you today. I want to tell you our vision of the communist vision about what we do in the city. This is our experiences. This is not a model because your reality and French reality are not the same. But for in the city, our slogan could be a sustainable city for all. The cities we want is to meet social, democratic and ecological needs in large cities. We want to build a shield against the policy of Emmanuel Macron. You know who is Emmanuel Macron? It is worse than Angela Merkel, worse than Sarkozy. He tried a policy with finance. So in the local district, we want to resist. We want to protect people. And on communist city, we want to try to do a laboratory for change of society. If we have local change, if we have local victory, then we have a new confidence to have global change. And that's why we break with the liberal vision of city planning. I call in France CAM. It is competitiveness, attractiveness, metropolization, and excellence. CAM is a French acronym, is like drugs. It's a jeu de mots, it's a game, a little game. And we denounce the liberal point of view, which is priority to the competition between big city to capture a maximum of qualified jobs, power, etc., etc. We refuse this point of view. By example, they are renovating the football stadium with a lot of public money to support the football team, but there is a lack of money to finance the popular sports. It is not possible. They clean very well the city center for the tourism, but they abandon to clean the working class neighborhoods with the appearance of rats. It is not possible. We have total disagreement with his politic. We demand equal rights at the local, regional, and national to move, to work, to have access to ill, etc., etc. In our city, we are proud to build public service. For example, we are proud to send people in holidays, in summer camp,
for young people. We are happy to do this. We are happy to build health center to be ill freely. It is our proud. And we are very happy to do free access to the music school. The name in French is Communist Municipal, and we're happy to do this thing. So it's a big fight, but we try to do the best for the working people in France. Great. It's great to hear about your experiences in France here. We have already touched upon housing, but also now the public space. And one important fact is that one important aspect of that is transportation. In inner city districts in Vienna, for example, in Mariahilf, 60% of the space is dominated by cars. So there's no space for living, for working, for being together with other people because... There is simply a lack of it, and we have to redistribute that. Do you have any ideas how to restructure transportation? What's your experiences there in Strasbourg? Yes, thank you for the question. We have one big fight in the big metropole in France, in Strasbourg, in Paris, in Marseille, in Montpellier. We want free public transport. For us, it's our vision. To guarantee the right to mobility while protecting the environment. It's important. It's to guarantee the right to mobility. Everyone has the right to move freely all around the planet, all around the city. It is for us a social issue, the right to move by suppressing all financial barriers. It is an environmental issue to develop alternative to the individual car. We want to send a positive message. That's what we want. It's a battle. It's a battle very important for us. And for us, it's a concrete battle, but also an ideological vision. For us, it's like a communist point of view, from each according to his ability, to each according to his needs. And so we are happy to develop this point of view communists. It's very important. It's like in France, the social security, which we can be ill freely. If it is good for the health, it could be good for the transport, I think. And it's a possibility to be emancipated. For example, in UK, museums are free. So you can go only 20 minutes to see a beautiful sightseeing. But if you paid, you want to rentabilize it. And so with freely, it's not a logic of consumption, but a logic to answer to the needs. That's our vision. It's a fight. It costs a lot. But we think firms, enterprise need to pay. It is possible with the French law. And so it's a big battle, but I think it is necessary because of the climate change. So in Strasbourg, the public transport will be free for young people, thanks to the Communist Party, and we are very proud to have a little victory for the working class people. I think it's really great. Also, we talked about this yesterday and about how you could assemble a lot of people behind the campaign for free public transport. And I think that's really important for us here too. It's part of our program that we also want free public transport. Of course, one reason why that's important is a social issue. It's that people need to be able to afford public transport. It is a necessity in a city to be able to move. You cannot use the city, you cannot work, you cannot get education if you cannot afford, and if you have to be afraid that you get a fine in public transport. So that's really something that's central in using this and having equal access to a city. And I think the other aspect, you mentioned this as well, that's really important, is that it reduces
car traffic. And I think when we look at cities today, one of the most absurd things is how normal and how common it has become that cars, private cars, just take up all the public space. They're loud, they're unecological, they're smelly, they create heat, they take space, and they're also very insecure. There's thousands of people, often children, dying every year in car accidents, and it just seems to be something that has to be accepted. So I think anything that can move and take space back from cars is a very good idea. And I think public transport, free public transport, is key in doing that, in giving people the access to mobility and giving them access to mobility without cars. And that's, I think, it's also something, that we have to do anyway in an ecological future during climate change and heat waves in cities. So I think that's going to be really, really important. I have one more question, but just so you know, in case you want to ask something specific to our guests here, then you're going to have the chance to do so in a couple of minutes. Also in German, if you want, I can translate the question to Antoine. But before that, let's dive a little bit more into the topic of housing that you mentioned in the beginning. So we now focused on the public space and how we need to redistribute that, what policies we can set to actually change our environments here. But at the same time, thousands of flats are standing empty in our city and are there only for speculation. Is there a similar situation like that in France as well? Do you have experience with this? Yes. If politicians in Austria tell us that it's not possible to fight against speculation, they are liars. In France, we have some tools to try to fight the housing speculation. First, we made a battle for defend the social diversity by constructing social housing, including the bourgeois district. It is very important. In Paris, Yann Brossa, communist, deputy mayor in Paris, imposed social housing in the 16th arrondissement, the very, very rich arrondissement. It's a battle, but we do this. We refused that the brownfields become only housing. We imposed offices, shop, and so on, because cities are not only dormitories. We must live, we must have fun, we must study, etc., etc. So we refuse to modify the town planning rules. Yesterday a factory, today a brownfield, tomorrow we refuse to turn it into only housing area. It's important. And the other tools we have, we want to regulate Airbnb. I don't know what is the world in your country, but in Strasbourg, in Paris, we limited Airbnb 60 days by year maximum, because we want to encourage the landlord to rent out their houses. It's very important for us. But we have another tools. It is anti-speculation charter. What is it? We have a discussion with property developers. You can go to the town, but under our condition. You can build houses, but if you limit the price. You can build if you make energy performance. You can go if you build social housing. If you refuse to do that, you are not welcomed in our city. It's not legal, but we are strong, and it is not a problem for us to be in justice, to have a fight in justice. And generally, the property developer accept our condition because they want to do money. So it's a good tool. But we have another tools. It is not very legal. It's the right of preemption. It's, I think in Dutch, it's Verkaufsrecht. It's for us a preemption is a deterrent weapon. It's an offensive method to discuss with sellers,
to convince them to return to a reasonable price. If the sellers refused, no problem, we have a battle in justice. But they want to discuss with us because they want to do money again. So in some communist locality, we arrived to limit the gentrification. It's very complicated, but when we can do. And I think in Austria, when left wants to fight, it is possible to do the same thing, especially with the links in October, the next October. So housing speculation, there's this charter in Strasbourg. There is also like the attempt to rebuy housing and put it in the city's hand. What are Linke's answers to the problem of housing speculation? Yeah, so one of the points in our program deals especially with empty housing, with Leerstand. And the idea is that there should be a fine to pay for leaving housing that could be used by people. So that there cannot be. So there's sort of, you cannot make that profit, and that is taken from you in terms of a fine, that it's not worth leaving these apartments empty. That's really important for us. And then finally, in a second step, if that keeps on being empty, then also disowning those companies that own these apartments and giving them distributing them for them, basically. The second one is that there has to be a more active politics of soil, of land, of the city, that they do not sell their land in private hands, that they do not change the use of land, Widmungen, in a way that it can be used for profitable housing, but that whenever land gets freed, the Widmung, the assignation, should be either for free land, that's also grün, Freifläche, that's also important because so much land of the city is sealed. So that's also a problem with heat in the city and an ecological problem. And then in a second step, you could maybe assign it to social housing, but not have new assignations as housing for profit. So that's what our program is for now. But I also think that this charter idea is very interesting, and also to have it into in like a paper where you can see these are very strict prerequisites to build here and to buy here. I think that's a very interesting idea for us as well. So, ich darf euch nochmal ganz herzlich und Sie natürlich auch im Namen der Europäischen Linke begrüßen zu unserem letzten Diskussionsbeitrag zum Thema Wohnen. Und auch gleich bitte nochmal der Hinweis, da drüben gibt's wunderbares Olivenöl zu verkosten und zu kaufen und etwas weiter hinten, links von mir aus gesehen, Kuchen und Kaffee von Kinderland. Rechts wiederum kann man irgendwie sich über Links und den Wahlkampf von Links informieren und auch Volksstimmen, weil ja in diesem Jahr das schönste Fest zum besten Magazin der Stadt leider nicht in der gewohnten Form stattfinden kann. Aber es gibt jedenfalls eine wunderbare Volksstimme, September-Ausgabe mitzunehmen. So, jetzt aber begrüße ich ganz herzlich Regina Ertl, die zu uns aus Passau gekommen ist. Und sie ist dort in der Linke aktiv. Passau hat am 15. März einen neuen Stadtrat gewählt. Hier werden 44 Mandate für die kommenden 6 Jahre vergeben. Und die Linke hat dabei einen Stadtrat errungen. Herzlich willkommen, Regina. Und hier an meiner rechten Seite sitzt Anna Swetz, die Spitzenkandidatin von Links für die kommenden Wien-Wahlen am 11. Oktober. Neben dem Thema leistbarer Wohnraum und Wohnen als Menschenrecht, auf das wir gleich zu sprechen kommen, möchte ich dich, Regina, bitten, dich kurz uns vorzustellen. Und was mich dabei besonders interessiert, ist das Verhältnis von sozialen Bewegungen und Parteiförmigkeit. Also, woher bist du zur Partei Die Linke gekommen?
Also ich komme eigentlich aus der Punker-Szene von Passau in die Partei. Ich bin erst seit 2017 in der Partei Mitglied bei Die Linken. Und vorher war ich halt schon mal auf die Demos und eben mit den Punker vernetzt. Und ja, und irgendwann haben wir da mal ein schlechtes Wahlergebnis gehabt. Und dann habe ich mir gedacht, so geht das auch nicht weiter und bin eben in die Partei eingetreten. Und 2018 bin ich da dann auch schon in den Kreisverstand dann gekommen in Passau und 2019, 2020 war dann eben unsere Kommunalwahl und da war ich dann eben auf den Listenplatz 2. Genau, und seit dieser Woche bin ich auch Kreisvorsitzende in Passau, ganz frisch. Ja, liebe Anna, vielleicht magst du dich auch noch vorstellen, nachdem du Spitzenkandidatin bist bei der kommenden Wahl. Woher kommst du so zur Gründung einer neuen Partei, die Links heißt? Oh, jetzt geht's. Ja, hallo, ich bin die Anna Swetz, eben eine der drei Spitzenkandidatinnen von Links und freue mich total, mit euch heute hier zu sein, irgendwie trotz ziemlichem Badewetter, muss man sagen. Und freue mich auch sehr, dass es gelungen ist, mit Links einen Ort zu schaffen, an dem sich so viele Menschen mit unterschiedlichen Hintergründen und politischen Geschichten gemeinsam betätigen wollen. Ich arbeite eben auch schon seit einigen Jahren dran, so einen Ort zu schaffen, war bei Aufbruch aktiv, das auch versucht hat, verschiedene Menschen zusammenzuführen, habe auf der Liste der KPÖ Plus kandidiert und mitgeholfen, die Donnerstagsdemos zu organisieren. Und ich finde es ziemlich wunderbar, dass es gelingt, Brücken zu schlagen durch dieses Projekt Links und Menschen zusammenzuführen, die an einem gemeinsamen Strang ziehen für so einen linken Wahlantritt und für den Aufbau einer linken Opposition in Wien. Wir hatten gestern am Abend schon Gelegenheit, uns ein bisschen auszutauschen und vorzubesprechen sozusagen. Und eine Frage, die natürlich immer bewegt, ist, aus welchem Grund wird die Linke in Deutschland gewählt oder aus welchem Grund seid ihr gewählt worden? Ist da die Frage des Wohnens ein wesentlicher Bestandteil? Und wie haltet ihr es in Passau mit dieser Verbindung von sozialen Bewegungen und Partei? Also ein Wohnen ist bei uns das zentralste Thema überhaupt, kann man schon fast sagen. Wir haben auch in Passau das Problem, dass in den letzten 5 Jahren die Mieten um 25% gestiegen sind. Und das mit in Berlin haben sie ja eben jetzt den Mietendeckel durch. Und das hätten wir mir eben in Bayern auch angestrebt mit dem 6 Jahre Mietenstopp. Wir haben da eben Unterschriften gesammelt dafür, aber das war ein Wahlkampfthema bei uns. Und leider ist es eben vom Bayerischen Gericht abgelehnt worden, was man aber schon erwähnen darf, es war nicht einstimmig, das ist eigentlich echt sehr bemerkenswert für Bayern und jetzt ist eben zum Bund gegangen und die entscheiden. Genau. Ansonsten kann man sagen, dass wir mir in Passau eben neben den Volksbegehren auf jeden Fall uns für Zweckentfremdung von Wohnungen einsetzen, dass das eben nicht mehr der Fall ist. Wir wollen den spekulativen Leerstand bekämpfen. Wir wollen schauen, dass der wieder rekommunalisiert wird. Wir brauchen eine Bodenbevorratungsstrategie und wir wollen eine Erhaltungssatzung. Das heißt, das ist eben das mit der Gentrifizierung und dass eben nicht Luxus saniert wird. Es gibt so Reizwörter, die in letzter Zeit durchaus die Runde machen, auch in Berlin. Da fällt dann das Stichwort Enteignung. Und auch im Parteiprogramm von Links, das in einem recht umfassenden, umfangreichen Prozess erarbeitet wurde mit vielen Aktivistinnen, steht zum Beispiel die Formulierung, bestehende Möglichkeiten und Instrumente wie Enteignung, Vorkaufsrecht und Kommunalisierung sind im Sinne des öffentlichen Interesses einzusetzen. Jetzt an euch die Frage, wie werden diese Instrumente in Wien und später dann würde ich die Frage nochmal an dich richten, in Passau gegenwärtig angewendet und welche Möglichkeiten seht ihr da für eine linke Stadtpolitik? Möglichkeiten und auch Notwendigkeiten vielleicht. Genau, ja, also ich kann mich der Regina da anschließen. Für uns ist Wohnen natürlich auch, wie in vielen linken Wahlkämpfen, ein
ein extrem essentielles Thema. Und ich finde es immer ganz spannend, dass sich sozusagen so viele Linke und so viele Städte auch positiv auf Wien beziehen. Klar, man hat diese Tradition des roten Wiens. Es ist im Vergleich zu anderen Städten sozusagen auch noch immer noch das Bild da, dass Wohnen hier anders geregelt ist. Man muss aber einfach sich die Entwicklungen anschauen, die sozusagen nach diesen 100 Jahren, die vergangen sind, nach einem roten Wien, dass da wirklich auf das Vermögen von Reichen zugegriffen hat, um leistbare Wohnungen für Menschen zu schaffen, diese Entwicklungen, die seitdem stattgefunden haben. Und wir haben eine massive Liberalisierung des Wohnungsmarkts, eine Aufweichung des Mietrechtsgesetzes. Wir haben viel, viel weniger leistbare Wohnungen. Wir haben Mieten am Privatmarkt, die um 50% steigen in 10 Jahren, während in derselben Zeit damit das Medianeinkommen um 25% steigt. Also Wien ist diese Insel der Seligen nicht, wie in vielen Bereichen, wie das in vielen Bereichen der Fall ist. Und auch Wien braucht ganz dringend eine linke Wohnpolitik. Und was wir eben in unser Programm geschrieben haben, sind mutige Lösungen, weil es die in einer Stadt, wo leistbare Wohnung dringend abgeht und gleichzeitig Luxus-Apartments aus den Dächern sprießen, einfach auch dringend braucht. Und du hast es eh gesagt, Heide, was wir auf jeden Fall fordern, ist die Enteignung von wirklich den riesigen Immobilienkonzernen. Das heißt, dass Wohnraum einfach etwas ist, was nicht durch den Markt geregelt sein sollte. Das hat nichts mit Profit zu tun, das ist ein Menschenrecht. Das heißt, möglichst viel Wohnraum muss in öffentliches Eigentum übergehen. Wir brauchen auf jeden Fall eine Anwendung des Mietrechtsgesetzes auf alle Wohnungen. Es ist nicht einzusehen, dass viele Wohnungen da nicht mehr drunter fallen. Wir brauchen einen Mietendeckel. Wir brauchen gerade jetzt in der Krise, in einer Situation, wo Wohnen für viele Menschen ein existenzbedrohendes Thema ist, einen unbedingten Stopp von Delogierungen und eine Mietenpause, also nicht nur ein Aufschieben auf später. Und wir brauchen eben das Ende von befristeten Verträgen, gekoppelt auch an die Kontrolle durch die Stadt, dass wirklich Mietobergrenzen eingehalten werden. Es kann nicht sein, dass das jeder individuell durchsetzen muss und damit sozusagen seinen befristeten Mietvertrag aufs Spiel setzt. Also da gibt es ganz viele Baustellen, bei denen man eben auch mutige Antworten geben muss. Interessant ist ja, wir hatten vorher auch ein Gespräch zum Thema Verkehrspolitik, dass Enteignungen natürlich immer wieder stattfinden, zum Beispiel um neue Straßen zu bauen. Das scheint ganz normal. Wie hält es denn die Stadt Passau mit einer Enteignung auch von Wohnraum oder von einer Rekommunalisierung? In Berlin gab es das ja sehr wohl, dass also vormals privatisierter kommunaler Besitz wieder rekommunalisiert wurde. Also wir sind natürlich auch grundsätzlich für Enteignungen. Das kann man schon sagen. Und ich meine, wenn es um wirtschaftliche Zwecke geht, dann ist das immer ganz normal. Das wollte ich eben auch erwähnen. Ich meine, bei uns, wo der Bergbau, Kohlewerke da gebaut worden sind, da sind 125.000 Leute haben da eben umgesiedelt worden. Es sind hunderte von Gemeinden zerstört worden. Aber wenn es um die großen Konzerne geht, dann interessiert es irgendwie nicht mehr. Dann war es vor mir ein hartes Wort. Ich weiß nicht. Also ich finde, enteignen ist eigentlich kein hartes Wort. Also für mich sollte das die Normalität sein. Ich meine, wir reden da von Konzerne mit mehr als 3.000 Wohnungen, welcher Normalsterbliche kann sich denn 3.000 Wohnungen leisten? Da muss ich jetzt schon sagen, also wer enteignet da wen? Also ganz ehrlich. Und wir in Passau stehen wir dahinter, wobei wir mir im Wahlkampf, in der Kommunalwahl eher nur vorsichtig Enteignungen gefordert haben, sage ich mal. Wir haben heute halt gefordert, wenn eine Wohnung mehr als ein Jahr grundlos leer steht, dass eben enteignet werden soll. Genau, und in Bayern muss man schon immer nur ein bisschen vorsichtig sein, streng konservativ und dann auch noch Niederbayern. Aber grundsätzlich sind wir natürlich für Enteignungen. Wohnen ist für viele Menschen ja nicht nur deswegen existenzbedrohend, weil es so teuer ist, sondern weil die Wohnung für viele Menschen auch der Ort sogenannter häuslicher Gewalt ist. Und da würde ich jetzt nochmal an euch beide die Frage stellen, welche Maßnahmen muss denn eine linke Stadtpolitik gegen gewaltförmige Verhältnisse, die sich gerade im sogenannten privaten oder intimen Bereich abspielen, setzen?
Also, ja, egal. Also das ist bei uns ein gewaltiges Problem. Das hat sie, war schon vor Corona ein Problem. Das Frauenhaus hat keine Plätze mehr in Passau. Es fehlt an Geld. Und mit Corona hat sie das Ganze natürlich einfach noch mit zugespitzt. Die häusliche Gewalt ist gestiegen. Und die Frauenhausvorsitzende bei uns in Passau hat eben gesagt, es fehlen 20.000 Euro. Und da hat unser Stadtteil jetzt auch schon einen Antrag eingebracht. Wir wollen das Geld schnell zur Verfügung haben, weil es halt auch dringend benötigt wird und da kann nicht gespart werden. Kann mich da der Regina anschließen? Man hat es unter Corona nochmal gesehen, wie sich die Situation zuspitzt und man sieht am Thema Gewalt, finde ich auch sehr gut, wie Wohnen mit vielen anderen gesellschaftlichen Bereichen in Zusammenhang steht. Also wir sind in einer Situation, wo enger Wohnraum, beispielsweise in einer Krise, aber nicht nur, wo Zukunftsängste, wo Existenzängste natürlich zu einer angespannten Situation führen und nochmal in Richtung, also einen fördernden Faktor in Richtung Gewalt darstellen. Und wir sind in einer Situation, in der Frauen in Österreich weiterhin 30% weniger verdienen als ihre männlichen Kollegen und all das schafft Abhängigkeiten. Also wir sehen Frauen, die in Wohnungen bleiben, weil eine Trennung finanziell einfach nicht möglich ist. Und man muss diese Themen gemeinsam behandeln. Man muss eine finanzielle Unabhängigkeit für Frauen schaffen. Man muss eine Existenzsicherung schaffen, sodass eine Trennung möglich ist. Und man muss den Wohnraum, den es gibt, gerecht verteilen. Dazu kommt auch noch, dass Betreuungsplätze, also ein verbindlicher Rechtsanspruch auf einen Kinderbetreuungsplatz unter allen Umständen, Ganztagesbetreuungsangebote, Abhängigkeiten abbauen können. Wir müssen das Thema Wohnen mit ganz vielen anderen Themen zusammendenken und einfach darauf achten, dass alle Menschen ein unabhängiges, selbstbestimmtes Leben führen können. Und was natürlich auch noch dazu kommt, es ist vor relativ kurzer Zeit tatsächlich eine Privatisierung von Frauenhäusern diskutiert worden in Salzburg. Es braucht natürlich genau das Gegenteil. Das ist eine gesellschaftliche Aufgabe, für ausreichend Frauenhausplätze zu sorgen, für Gewaltprävention, für Männerarbeit zu sorgen und für eine Situation zu sorgen, in der Frauen keinen abhängigen Gewaltsituationen ausgesetzt sind. Damit das hier nicht so abgeschottet ist und Sie sitzen ja glücklicherweise und ihr sitzt im Schatten unter einem Zelt, deswegen möchte ich gern auch die Möglichkeit eröffnen, Fragen vom Publikum an unsere beiden Gäste hier zu richten. Hallo, Alex, Bezirksgruppe 16. Meine Frage ist die, ihr habt gesagt, man darf Wohnen nicht dem Markt überlassen. Und meine Frage wäre, was wären noch Bereiche gesellschaftlich, wo er meint, dass das eigentlich nicht dem Markt überlassen werden sollte? Also vor allem Richtung Klimakrise und so wären, glaube ich, gute Punkte, wo man eigentlich auch über Enteignung sprechen sollte. Also zum einen natürlich der ganze Verkehrsbereich sollte meiner Meinung nach nicht also in privaten Händen sein. Deutsche Bahn und so weiter, das sollte alles wieder rekommunalisiert werden. Wir in Passau zum Beispiel haben jetzt den Vorteil, dass der Strom eben städtisch nur ist. Aber das ist nicht in allen deutschen Städten so und auch das muss wieder rekommunalisiert werden. Also das sind auf jeden Fall zwei sehr große Bereiche. Und was ich ja gern immer noch erwähnen möchte, ist zum Beispiel Kindergärten. Das ist halt jetzt halt nicht im Privat, aber halt christlich. Und meiner Meinung nach muss da auch was getan werden, dass das ein bisschen lockerer wird. Also bei uns in Bayern gibt es vielleicht einen Kindergarten in der ganzen Stadt, der eben nicht christlich ist, ob evangelisch, katholisch, egal. Aber meiner Meinung nach sollte man da schon ein bisschen eine Auswahlmöglichkeit haben. Sehe ich sehr ähnlich. Ich glaube aber, dass das ganz viele Bereiche betrifft, die, wenn sie auf Profit ausgerichtet und an Profit orientiert sind, nicht so gelöst und geregelt und gestaltet werden können, dass sie auch auf das Wohl und die Lebensqualität von Menschen Bedacht nehmen. Das heißt, es braucht im Verkehr sozusagen gesellschaftliche Lösungen, öffentliche Lösungen. Es braucht das in der Wohnpolitik, aber auch in der Gesundheitsversorgung. Es braucht das im Schulwesen, überall dort, wo es um grundsätzliche Rechte von Menschen geht, wo es um die Versorgung, wo es um die Gestaltung sozusagen unseres Zusammenlebens geht, kann das
das nicht dem Profitprinzip unterworfen werden, sondern muss nach gemeinsamen sozialen, ökologischen Prinzipien gestaltet werden. Ein bisschen Zeit hätten wir noch. Gibt es noch weitere Fragen aus dem Publikum? Hi. Ecke Weiß, Österreichisches Sozialforum, Bundeskoordination. Es ist ja der Fall Kallinger noch bekannt vielleicht, das ist zwar irgendwie passé, nicht? Aber ist einer der größten Bauunternehmer im Bereich Wohnungssanierung, der also sich das Kunststück geleistet hat, 48 Wohnungen, also Zimmerküche, Kabinett, Altbauwohnungen in Otterkring an Gastarbeiter und Prekäre zu vermieten, mit bis zu 16 Stockbetten auf 40 Quadratmeter. Der hat sich deppert verdient, wurde angezeigt und hat den Prozess verloren. Also die schlimmsten, brutalsten Sachen sind vorbei. Ich war selber bei mehreren Hausbesetzungen dabei, das war 80er Jahre, das ist eine andere Situation gewesen. Aber das Problem, das ich sehe, ist, dass es politischen Gridlock gibt. Das heißt, es gibt zwar wohlmeinende Erklärungen in Richtung Mieten und sozialverträgliche Wohnungssysteme, aber wenn es darum geht, das in Gesetzesform zu gießen, gibt es keine Mehrheiten. Das heißt, was steht uns offen in dieser Situation? Alle sind dafür, aber es gibt keine Entscheidung. Danke. Dankeschön. Ja, das stimmt. Es gibt gesetzlich tatsächlich einfach viel, viel zu wenig. Das sehen wir vielleicht auch am allerbesten bei den Richtwertmietzinsen, wo es einfach nicht kontrolliert wird. Das heißt, das ist ein totales Kavaliersdelikt. Man zahlt halt dann die Miete, die zu viel gezahlt ist, als Vermieter, als Immobilienfirma zurück. Aber es gibt tatsächlich keine Sanktionen und es braucht Sanktionen. Also das ist kein Kavaliersdelikt. Also zum einen müssen Regelungen getroffen werden, Verwaltungsstrafen eingeführt werden, die wirklich effektiv verhindern, dass Menschen zu viel Miete abgenommen wird. Und zum anderen geht es natürlich einfach darum, zum Beispiel durch ein Vorkaufsrecht der Stadt bei jedem Verkauf von Wohnraum möglichst viel Wohnraum zu kommunalisieren, zu rekommunalisieren und in unsere öffentliche Hand zu legen, um gemeinsam zu gestalten und partizipativ gemeinsam zu entscheiden, wie Grätzeln, wie Gegenden gestaltet werden sollen, was Menschen in ihren Umgebungen brauchen. Und ich glaube, es braucht eine Situation, in der Wohnen nicht mehr eine existenzbedrohende Belastung ist, sondern ein gemeinsamer Entscheidungsprozess und ein Menschenrecht. Ja, abschließend darf ich nur noch darauf hinweisen, dass es ja zwei relativ prominente Vertreterinnen gibt. In Berlin ist das André Holm, der aus der Hausbesetzerinnen-Szene, aus der Mieterinnen-Initiativenbewegung, letztlich auch aus einer wissenschaftlichen Beschäftigung, dann in die Parteiförmigkeit der Linke gegangen ist und da auch für kurze Zeit zumindest Wohnbaustadtrat in Berlin war. Aber viele dieser Initiativen gehen, glaube ich, nur in dieser Zusammenarbeit von sozialer Bewegung und vielen Akteurinnen, die auch parteiförmig agieren, zusammen. Und weil unsere Gästin heute auch Geburtstag hat, darf ich ihr nochmal ein Geburtstagsgeschenk überreichen. Ein Buch, das gerade im großartigen Mandelbaum Verlag erschienen ist, von Gabo Heindl, Stadtkonflikte, radikale Demokratie in Architektur und Stadtplanung. Und ich glaube, da können wir alle einige Anregungen kriegen für die notwendigen Kämpfe im Bereich Wohnen und mehr. Herzlichen Dank. Alles Gute zum Geburtstag nochmal. Thank you.
wie der Kreisel in einem Strudel, wie der Radl in einem Kreis. Ohne Ende, ohne Anfang, voller Strahl in dem Kreis. Wie der Schneeballkugel da weh, wie der bunte Luftballon. Wir im Karussell die Pferde, wie die Ringe um den Mond. Wie die Humidien aus dem Gesicht Minuten streicht. Die Welt ist nur ein Opfer, der leise durch den Weltraum schleicht. Wie ein Tunnel im Donaukreis, der einen eigenen Tunnel grabt. Die Wolle in der Gruben, die was noch nie so gesehen hat. Wie ein Dreh, der diese Draht in einem lang vergessenen Traum. In einem Wasser, in was du fallen lässt, ein Stein. Wie die Humidien hängen, aus dem Gesicht Minuten streicht. Die Welt ist nur ein Opfer, der leise durch den Weltraum schleicht. Schlüssel schäben in der Taschen, Worte jagen im Kopf. Weil der Sommer schnell vorbei ist, das hab ich leider nicht bedacht. Verliebte schlendern durch die Gassen, verwahrte Spuren im Sand. Kommt es Trommeln aus der Ferne, von den Fingern deiner Hand. Bild hängt in der Halle, wie der Rest von unserer Geschichte. Ich erinnere mich an Namen, nur welche Kehr zu welchem Gesicht. Wenn's dann so knallt, dass vorbei ist, dann nimmst du auf einmal wahr, dass im Herbst die alten Paaren dieselbe Farbe kriegen wie dein Haar. Wie die Humidien hängen, aus dem Gesicht Minuten streicht. Die Welt ist nur ein Opfer, der leise durch den Weltraum schleicht. Wie die Humidien hängen, aus dem Gesicht Minuten streicht. Die Welt ist nur ein Opfer, der leise durch den Weltraum schlecht. La 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 la. La 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 la
Partei. Dankeschön.